Hallo Freunde des gepflegten Pilzefilms. Ich bin wieder euer Charlie mit einem neuen Pilzefilm. Ja, wir sind diesmal im Kreis Plön, Ostholstein unterwegs. Mit dabei sind Philipp und die Mel. Die Mel, die kommt von hier. Die hat uns kennengelernt über das Forum Pilze ohne Ende auf Facebook. Ja, guckt da gerne mal vorbei. Philipp und ich sind dort auch Administratoren. Ja, wir gehen heute hier in den Wald am Bungsberg und wollen da mal ein bisschen nach den Pilzen gucken. Ja, mit dabei ist natürlich auch wieder Trüffel. Guck mal her hier, sag mal Hallo. Ja, ein leises Hallo. Ja, wünsche euch viel Freude mit diesem Film und Trüff für uns. So, das ist die Mel und da ist der Philipp. Moin. Moin. Ja. Und da ist Trüffel am Trüffeln. Gar nicht weit gegangen, finden wir hier diese Netzstielien-Hexenröhrlinge. Ich nehme mal einen raus. Wunderbar. Ja, hier ist ein junger Riesenporling mit ein paar grünblättrigen Schwefelköpfen. Der ist auch jung essbar. Schuppiger Stiel, Wasserrand. Stockschwämmchen. Ich müsste nur aufpassen, der Galerina, also der Gifthelmling, der sieht so ähnlich aus. Hier nochmal eine Nahaufnahme. Ja, und hier steht eine kleine Schule, irgendwelche Filzröhrlinge. Entweder Ziegenlippen oder Rotfüßchen. Werden wir gleich sehen. Tja, da haben wir doch einen selteneren Pilz erwischt. Das ist ein Hasenröhrlinge. Und dann sieht das hier, der Stiel ist hohl. Das sind Hasenröhrlinge. Keine Ziegenlippen, nein. Mit Zigarette. Darf ich die einfach so rausziehen? Ne? Ja, die kannst du rausdrehen. Das schadet dem Pilz in keiner Weise. So, gar nicht weit gegangen sind hier Steinpilze. Ach. Schöne junge Dinger. Ja, hier stehen Perlpilze, auch essbare. So, unser Philipp, da will ich ihn jetzt einverleiben. Ja, die sind sogar noch fest. Ja, die sind gut. Ja, ja, ein Struwwelkopf. Für mich persönlich ein Erstfund. Hier kommen wir an eine Stelle mit Champignons. Das sind Anis-Champignons. Wunderbare Pilze. Ja, nehmen wir gerne mit. Ja, ein wunderbarer Steinpilz. Ja, hier stehen ein paar Schopftintlinge. Lassen wir aber wegen des schwierigen Handlings hier. Ja, hier finden wir Trompetenpfifferlinge. Ist das nicht was Schönes? Ja, geil. Ja, Leute, das war's. Wir haben gut gefunden. Ihr habt gesehen, wir haben Struwwelköpfe, wir haben alle möglichen Pilze gefunden. Der Struwwelkopf, der ist für mich persönlich auch ein Erstfund gewesen. Ja, wir haben sogar Pfifferlinge gefunden. Einen Pfifferling, das muss man sich mal vorstellen. Ja, wünsche viel Vergnügen mit diesem Film. Ja, und seid das nächste Mal wieder mit dabei. Und besucht uns doch mal bitte auf Facebook Pilze ohne Ende. Ja, wenn ihr, das ist eine wirklich gute Seite, wo ihr dann auch gut, sagen wir mal, informiert werdet. Genau. Ja, die ist nämlich auch dabei. Ja. So, ja, dann wünsche ich euch noch Trüff und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Faule Sack, Philipp. Ja, ja. Hallo, liebe Freunde des gepflegten Pilzefilms. Wir gehen heute in den Dammloser Wald. Ja, wollen mal gucken, was so los ist. Mit dabei sind Philipp und Axel. Ja, und natürlich Trüffel, der läuft da hinten schon vor. Ja, und dann wünsche ich viel Vergnügen mit diesem Film. Wollen gucken, was wir finden. Und dann wünschen wir uns mal Trüff. Ja, voller Erwartung, die beiden hier. Er hat schon seine Maske rausgeholt und sein Hygienespray, denn hier im Wald ist das unwahrscheinlich wichtig.
Ja. Wir wollen ja niemanden anstecken. Ja, aber keinen anstecken. Naja, Pilze sammeln kann man noch ohne Maske. Das ist auch gut so. Ne? Ist völlig korrekt. Ja. Ja, an dieser Stelle möchte ich noch mal auf unsere Seite auch bei Facebook hinweisen. Die heißt Pilze ohne Ende. Meldet euch da an, stimmt den Gruppenregeln zu und dann nehmen wir euch auch an. Ja, seht mal tau. Hier was zu entdecken gibt. Ja, denke mal. Papfen, Papfen. Das ist die richtige Stelle hier von mir. Ja, gar nicht weit gegangen. Da stehen hier irgendwelche Düngerlinge. Und die soll noch hier stehen bleiben. Ja, also langsam. Wir sind zu nah am Weg. Ja, dann wollen wir mal gucken. Hier kommen wir so an eine Lichtung. Die heißt Lichtung, weil sie so licht ist. Ach, auch wieder rote Täublinge. Ja, hier riecht so ein bisschen nach Maggi. Mal ein bisschen lauter sein. Nicht, dass wir uns nachher noch begegnen mit den Wildschweinchen. Müssen wir nicht haben unbedingt. Das sind grünblättrige Schwefelköpfe. Die lassen wir auch stehen. Wir sind nicht scharf auf Durchfall. Der behangene Faserling. Ein gelber Knollenblätterpilz. Ja, hier haben wir noch breitblättrige Schwarztäublinge oder auch Kohlentäubling genannt. Das sind immer die als Leichen noch tief im Winter schwarz vergammelt im Wald stehen. Warum die breitblättrig heißen, das sieht man hier unten. Aber sie stehen so weit auseinander, die Lamellen. Ja, hier kommen wir an eine Stelle. Es steht alles voller Totentrompeten. Ja, da nehmen wir uns auch ein paar von mit. Ja, hier wächst zum Beispiel ein orange-roter Becherling. Ja, den kann man mal mitnehmen, ein, zwei Stück. Schmecken tut er nach gar nichts, aber macht das Essen bunt. Ja, wir sind jetzt hier in einen kleinen Fichtenbestand angekommen und hier wachsen auch Maronen. Ja, hier stehen ein paar Maronen. Die Jungen, die nehme ich mit. Und die sind auch total ohne Wurm. Das macht dann natürlich auch ein bisschen Spaß. Ja, hier sind schon zu alte. Da steht noch eine am Rand. So, hier. Perlis, Perlpilze. Ja, ich glaube, ich sehe nicht richtig, aber hier stehen tatsächlich alte Hallimasch. Das sind Hallimasch, ja. Ja, auch hier. Hallimasch. Der Herbst beginnt. Oh, Stockschwämmchen. Gucken Sie nach. Schön schuppig, keine Galerinas. Ja, wunderbar, eine Marone. Ja, und die können am echt narren, diese Gallis. Und wie heißt es so schön, wer einmal leckt, der weiß, wie es schmeckt. An einer noch lebenden Buche. Sommerseitlinge. Ja, hier in Ostholstein, also die Reichhaltigkeit an Pilzen, das ist einfach nur schön. Ja. Ja, und überall kommen hier Pilze aus dem Boden. Das ist Wahnsinn.
Und hier steht alles voller Semmelstopfer. Guckt euch das mal an. Hier ist alles voll. Ja, der Boden, der steht voller Semmelstopfer. Hier, guckt. Der Boden ist gelb. Hier auch. Aber ich lasse die stehen, weil ich noch ein paar andere Pilze suche für eine Mischpilzpfanne. Die kann man andermal wiederholen. Eine Rotkappe, auch mal ein seltener Fund. Auch hier noch eine Rotkappe. Oh, die ist noch schön fest. Die nehmen wir mit. Anis-Zählinge. Alles, was nach Anis riecht, ist was Gutes. Und noch mehr Rotkappen. Ja, liebe Freunde, das war's. Ja, wir haben sehr, sehr, sehr gut gefunden. Und vor allem diese Artenvielfalt, die es hier oben in Ostholstein gibt, das ist also schon wirklich bemerkenswert. Ja, dann würde ich sagen, geht mal in den Wald, guckt mal, was bei euch zu Hause so alles wächst. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Trüff, trüff und viel Vergnügen mit diesem Film.